Es geht uns schon gut. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Mindestens die, die es glauben. Aber wir wissen, selbst die Wissenschaft, Geschichtsschreiber, all zusammen, eigentlich, es ist belegt und bewiesen. Der Jesus hat wirklich gelebt und ja, er ist wirklich auferstanden. Man kann es nicht ganz wahrnehmen. Es hat viel mit dem Glauben zu tun. Er ist auferstanden. Und wir wissen, er lebt. Wow. Und wir haben schon gehört, am Anfang zum Schaffen Gottesdienst vom Esti, spezielle Stimmung an diesem Ostersonntagmorgen. Spezielle Stimmung von diesen Freunden, von diesen Mann und Frauen, die mit Jesus die letzten paar Monate und Jahre unterwegs waren. Erst gerade noch vor einer Woche, Riesenparty. Jerusalem in Feststimmung. Jesus reitet auf dem Esel ein, sie legen ihre Gewänder her und Palmwedeln und rufen Hosianna. Jesus, der Messias, der König, zieht ein. Es ist eine Riesengeschichte. Ein paar Tage später, die gleiche Meute schreit, kreuziget ihn! Und die Jünger und die Jüngerinnen sagen, hey, was läuft? Was läuft? Verurteilt, auspeitscht, als Kreuz genagelt, auf die schändlichste Art, die eigentlich abartigste und schlimmste Art, wo man das mal können, Menschen hinrichten und töten am Kreuz. Jesus, der König, wo sie denkt, das ist doch der Messias. Und jetzt ist gestorben, jetzt ist alles vorbei. Was ist mit all dem, was er uns gesagt hat? So zum Beispiel, ich bin gekommen, zum Retten, zum Leben geben in der Fülle. Was ist alles mit dem? Und wenn du die Bibel offen hast, oder vielleicht hast du so ein Gerät mit dem App drauf, dann darfst du das vornehmen. Lukas Kapitel 24, ab dem 13. Vers. Ich möchte dich mitnehmen in die Geschichte, dass ich auch zwei von denen Jünger, das heißt, ich habe von zwei Frauen erzählt, dass sie zwei, die sind von Emmaus gekommen, die sind dort daheim gewesen, so ein Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und sie sind völlig durcheinander. Ostermorgen, die Frauen haben noch erzählt, Jesus ist verstanden, sie glauben es nicht wirklich, denken, hey, what the heck, irgendetwas stimmt nicht in dieser ganzen Story. Und sie gehen niedergeschlagen zurück und reden miteinander und merken dort unterwegs, in diesem Gespräch, in dieser Niedergeschlagenheit, gesellt sich Jesus zu ihnen. Sie merken es nicht. Im Gegensatz zu den Frauen, sie haben ihn nicht erkannt. Und er fragt sie da, hey Giele, was läuft? Ihr seid so bedrückt und so. Ja, du bist du der Einzige, der das nicht weiss. Wir kommen von Jerusalem, weisst du, Jesus, wir denken, er ist der Herr, der Messias, der Erlöser von uns. Jüdisch Volk und so weiter. Und jetzt haben sie ihn hingerichtet, er ist tot. Und die Frauen haben noch erzählt, er sei auferstanden. Aber hey Mann, nein, irgendwie. Schon der dritte Tag her und nichts läuft. Jesus fängt an, ihnen zu erzählen. Und wir lesen, er fängt zuvorderst an. Erster Buch Mose. Sie begegnen dem Jesus, ohne ihn zu erkennen. Und das ist faszinierend. Und du darfst selber mit in die Geschichte hineinkommen. Und vielleicht geht es dir heute so, oder ist dir auch schon so gegangen, dass dir Jesus begegnet ist und du es noch nicht einmal merkst. Und er fängt zuvorderst an, Mose, und erzählt ihnen die ganze Story von Gott. Und sagt, hey, Gott hat uns Menschen gemacht. Giele, das solltet ihr doch wissen. Ihm ähnlich, Gott ähnlich, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und zwar mit einem Auftrag, die Welt zu gestalten, in Beziehung zu leben, mit dem Allmächtigen, mit dem höchsten Gott. In Freundschaft und Partnerschaft. Und Gott hat vorgehabt, die ganze Liebe von ihm in die Menschen hineinzupacken und mit ihnen zu laufen. Und ja, es geht weiter. Leider ist dort ein Bruch in die Beziehung hineingekommen. Menschen wollten sich selbst verwirklichen, selber gross sein, selber machen und irgendwie ohne ihn das Leben gestalten. Und da ist der Bruch in die Beziehung gekommen. Sünde nennt man das. Und so ist der Mensch gesehen. Aber Gottes Liebe. Man muss sich vorstellen, wie das Jesus ihnen erzählt. Hey,
Giel. Gottes Liebe hat nicht aufgehört. Hat einen Weg gefunden. Hat einen Weg gesucht. Und darum ist der Messias Jesus in die Welt gekommen. Und er geht durch Propheten mit ihnen und sagt, die haben das noch vorausgesehen. Wo das er auf die Welt kommt. Wie das Ganze aussieht. Und hey, leset doch, es steht sogar, ja, er hat müssen geschlagen werden. Er hat sein Blut vergossen, auf das er Erlösung und Rettung bringt. Aber der Tod hat ihn nicht behalten können, sondern er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden und lebt. Das, was die Frauen gesagt haben, das stimmt im Fall. Und sie immer noch dort am Laufen mit dem Denken, was ist das für ein? Aber es ist noch spannend, was der alles erzählt. Krass, ja, langsam ist die Hoffnung vielleicht wieder gekommen. Und Jesus sagt ihnen, hey, und jetzt ist die Trennung vorbei zwischen den Menschen und zwischen Gott. Der Messias, der gestorben ist und auferstanden ist, ihr merkt es noch nicht. Er hat alles gezahlt. Und jetzt könnt ihr wieder leben. Menschen können leben. Sie können das Geschenk annehmen von diesem Leben, echten Leben. Und sie sind nicht mehr getrennt von Gott und können wieder frisch zurück in die Beziehung, in das Ursprüngliche, was er gedacht hat. Ihm ähnlicher werden, wie Jesus sein. Und während dem Laufen und Erzählen kommen sie im Dorf an. Die Jungs sind immer noch ein bisschen im Film. Sie laden Jesus ein und sagen, du, es ist schon Abend geworden. Komm zu uns heim, komm essen und bist noch ein bisschen mit uns. Und Jesus geht mit ihnen, setzt sich mit ihnen an den Tisch. Und er nimmt dort Brot. Er dankt dem Vater und bricht. So in dem Moment, boah, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist Jesus! Wir glauben es ja nicht. Und dann wuff, ist er weg gewesen. Wie er das gemacht hat, ich weiß nicht. Ich würde einen Workshop geben, wenn ich wüsste, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, er war weg. Und sie sind völlig aus dem Häuschen. Völlig. Hat nicht unser Herz brennt, als er bei uns war. Haben wir es nicht gemerkt, als er erzählt hat, irgendetwas ist warm geworden. Es war so gut. Und wir Lappinnen haben es wie nicht begriffen. Aber jetzt, jawohl, crazy, Jesus lebt. Die haben alles lassen stehen. Maschine nicht eingeräumt, nichts. Auf, Jäckchen genommen. Und dann ist es losgegangen. Dann sind sie nicht gelaufen, geschläppelt, sondern dann sind sie joggen, dann sind sie gerannt. Zurück auf Jerusalem. Und haben allen erzählt, hey, es ist wahr, Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, er ist uns begegnet. Jetzt verstehen wir es, jetzt kommen wir draus. Jesus ist auferstanden und lebt. Und das passiert heute noch genau gleich. Und ich bin überzeugt, auch jetzt in diesem Gottesdienst, auch jetzt, wenn du im Stream dabei bist, Jesus ist da und begegnet dir gerade jetzt. Ich weiß es, ich spüre es, ich merke es, ich weiß es. Weil mein Herr hat mir gesagt, ich begegne immer wieder. Und ich darf das selber erleben und du, oh, er ist da. Und vielleicht bist du in ähnlicher Stimmung oder hast Fragen wie die Jünger von Emmaus. Irgendwo siehst du es nicht ganz. Und dann kommt Jesus rein und begegnet dir. Fragen ans Leben. Fragen am Ganzen. Hey, was soll das? Für was bin ich berufen? Was läuft eigentlich hier? Gott begegnet dir so vielseitig, wirklich. Mach dein Herz auf, er begegnet dir so vielseitig. Er kennt ganz genau, wo deine Fragen sind und um was es geht, was du suchst und was deine Not ist. Und dort will er reinkommen. Und probier auch ganz fein, dass sie so Zeichen, dass sie so kleine, feine Sachen, vielleicht auch in deinem Leben, Menschen, die du begegnest, einer, der dir irgendeinen Spruch sagt oder dir mal ein Kärtchen gegeben hat oder dich eingeladen hat für irgendetwas. Das sind so die kleinen Zeichen, wo du merkst, ah, Gott will mir begegnen. Er hat Interesse an mir. Und das ist der Urgedanke. Du bist geschaffen, für Ermächtigen zu gestalten in dieser Welt und zwar in Beziehung und Partnerschaft mit Gott. Und Gott hat gesagt, ich regiere die Unsichtbarkeit und ihr Menschen regiert hier die Welt in Sichtbarkeit. Und wir machen das miteinander. Ich sage euch, wie das läuft, wie das funktioniert, wo ich möchte, dass ihr richtig, richtig gewinnt und siegreich seid, Erfolg habt. Bis offen und hungrig, immer wieder nach dieser Begegnung und Gegenwart. Gott ist für dich. Und da gibt es auch solche, die das Gefühl, nein, das kann nicht sein. Lass. Ich habe so versagt und ich habe abgelehnt und so. Nein, das kann nicht sein. Weil du wüsstest, was ich schon alles verbrochen habe und was ich heute Morgen schon wieder gedacht habe und so weiter. Jesus ist für dich. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, zum Suchen und Finden.
Und ich bin gekommen, um dir das Leben zu geben in der Fülle. Das ist sein Programm. Das ist sein Herzanliegen. Das ist der Punkt. Und ich habe vorhin schon gesagt, Giele sind wieder lebendig, oder? Die Jünger von Emmaus, jetzt leben sie wieder. Jetzt ist Power gekommen. Jesus, der ist an meinem Grab, du verstehst, Kraft ist auch in denen. Wenn einer Stoppuhr gehabt hat, hat er stoppen. Und das war sicher Weltrekord gewesen. Von Emmaus zurück auf Jerusalem. Jesus war schneller gewesen, der konnte beamen. Aber die haben das real im Laufschritt gemacht. Und wo sie dort bei den anderen angekommen sind, wieder in Jerusalem, bei den Männern und Frauen, und sie kommen rein und sagen, oh, Jesus lebt, er ist auferstanden, und die Frau, eben, wir haben es euch schon lange gesagt, und so, sie, ja, jetzt glauben wir es auch. Wir haben ihn gesehen. Und auf dem Mal steht Jesus mitten unter ihnen. Er kann durch die Wände durchlaufen. Er ist wie, er hat eine neue Liebe, neue Gestalt. Und er sagt, Friede sei mit euch. Shalom. Friede sei mit euch. Und das ruft Jesus heute rein in dein Leben, in mein Leben. Er ruft das rein, das Emmental in unsere Schweiz. Shalom! Friede ist mit euch. Und der hebräische Wortstamm von dem Shalom heisst vollkommen unversehrt sein. Vollkommen unversehrt leben. Das ist der Shalom-Friede. Und Jesus kommt rein und sagt, Freunde, Shalom! Ihr seid vollkommen, ihr seid vollständig, perfekt, unversehrt, alles ist gut. Die schauen sich an und denken, was, ich? Jesus, ja, du, wo ich gezahlt habe, ich habe es für dich gemacht. Der Frieden, der Shalom-Frieden, das Geschenk, das Gott an den Menschen macht, ist im Alten Testament durch Propheten ja noch erst verheißen gewesen, dass das wird passieren. Und jetzt in Jesus Christus ist es Realität geworden, heute. Und für uns in der irdischen Zeitrechnung gilt das schon seit über 2000 Jahren. Es ist so. Er hat alles möglich gemacht und zahlt alles überwunden. Wir dürfen wieder in die Beziehung hineinkommen. Die Feindschaft oder die Trennung zwischen Mensch und Gott ist durch den Friedensbringer überwunden und frisch gemacht. Da gibt es nichts mehr, nichts mehr, wo dich oder mich von Gott kann trennen kann. Nichts. Und das Evangelium beinhaltet, dass das Königreich von Gott, der Frieden, der kommt zu uns Menschen, wo Jesus in die Welt gebracht hat, das beinhaltet, dass wirklich alle Sünde, alle Schuld weggenommen ist, vernichtet, wirkungslos gemacht. Wirklich. Nicht nur einfach zudeckt und wenn man das Deckel rüber, ja, da unten ist halt schon so grusig. Nein, weg. Weggenommen. Vernichtet fort. Die Strafe für die Schuld. Wo die Bibel sagt, die Strafe oder der Preis, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Ewig. Hat Jesus auf sich genommen und sagt uns, Geschenk dafür ist das Leben in Ewigkeit mit Gott. Gewaltig. Alle Lügen, die rumschwirren, die der Teufel seiner Kollegen verbreiten, dass sich der Mensch selber verwirklichen soll, selber gescheit genug ist. Ja, wir sind mega gescheit gemacht. Warum sind wir eigentlich so gescheit? Weil Gott uns so gestaltet. Ja, logisch. Aber nicht darum gemacht, dass wir sagen, wir brauchen die nicht, sondern dass wir die Welt gestalten hier und in seinem Sinn leben unterwegs sein. Aber die Lüge vom Teufel hat Jesus ans Licht gebracht und gesagt, es ist gelogen, dass du es selber kannst. Und es ist auch gelogen, dass du zu wenig gut bist. Es ist auch gelogen, dass du nicht wert hast. Nein, die Wahrheit ist, du bist ein geliebtes Geschöpf vom Himmel. Und Gott sagt, und weisst was? Wo Jesus gestorben ist und du das ewige Leben annimmst als Geschenk, du bist eine Tochter und ein Sohn von mir. Du trägst meinen Namen. Das ist die Wahrheit. Und einer, der etwas anderes sagt, ist ein Lügner. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Die Lügen sind entlarvt worden. Und die Weisheit, wo die Leute sagen, das ist eine Dummheit, die Botschaft vom Kreuz, das ist eine riesige Powerkraft, dass du und ich dürfen Menschen sein, die leben im himmlischen Sinn. Und das ist Level 538 hoch 27 Millionen. Das ist gewaltig. Ja. Yeah.
Und alle Werke, die zerstörenden Werke vom Teufel, die er Menschen niederhält, die er Menschen gefangen hält, in irgendwelchen Süchten, in irgendwelchen blöden Gedanken, in all dem, die sind zerstört. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke vom Teufel kaputt zu machen, damit Menschen leben können, damit die Welt aufschnaufen darf und sagen, wow, es gibt Rettung, es gibt etwas Wunderbares. Und Jesus ist gekommen, um uns Menschen ein Bewusstsein einzupflanzen, dass Gott immer gegenwärtig ist, dass wir das dürfen wissen. Er ist nicht weit weg, er ist hier mitten unter uns. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in Menschen, wie wunderbar. Und Jesus ist gekommen, nicht zum Verurteilen, sondern zum Neumachen, zum Retten, zum Beschenken. Halleluja, zum Leben geben in der Fülle. Das ist das Evangelium. Und wisst ihr, alttestamentlich hat Gute, dass etwas, das gesund und einigermaßen noch beieinander ist, wenn das mit etwas Krankem, Kaputtem in Kontakt kommt, mit etwas Unheiligem, dann wird es auch krank und auch unheilig. Und Jesus hat gesagt, das ist vorbei, das gilt nicht mehr. Mit der Auferstehungskraft hat er es gezeigt. Wenn ein Leprakranke ihn anlenkt, wird nicht er krank, sondern der Leprakranke wird gesund. Halleluja. Das ist Kraft von Ostern. Es ist viel mehr. Und so dürfen wir leben und gehen. Wenn er uns begegnet, dann werden wir im himmlischen Sinn wie er. Gesund, heil, rein, perfekt, Shalom. Unversehrt, vollkommen. Und auf Neudeutsch, guess what? Oder überleg dir mal, was passiert, wenn du jetzt anderen Menschen begegnest. Färben sie auf dich ab oder du auf sie. Hey, Kraft ist so gewaltig. Die Liebe vom Himmel, die wird die anderen Menschen umarmen. Sie wird sie beschenken. Deine Worte werden sie ermutigen und nicht abziehen. Und das ist die Art und Weise des Wesen vom Himmelreich. Das ist Ostern. Come on! Freunde! Wenn wir so in der Weltgeschichte umeinander laufen, es ist so wunderschön. Jeder, der mir begegnet, im Bus, im Tram, im Zug, im Einkaufen, in der Freizeit und so weiter, sie werden beschenkt. Weil das, was vielleicht bedrückt ist, das, was Kummer hat, tut jetzt nicht dich bekümmern, sondern umgekehrt. Deine Fröhlichkeit und das, was Gott dir geschenkt hat, das soll überschwappen. Und soll mehr passieren. Jesus zeigt uns das, dass die lebendige Auferstehungskraft reinkommt. Die Emmaus Jünger haben das erlebt, oder? High-speed-jogging back to Jerusalem. Und Jesus sagt nach dem Frieden, sagt mit euch, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Seht ihr, ist der Beweis, dass ich kein Seich erzähle. Du bist ein Gesendeter. Gefüllt und beschenkt mit dieser Osterbotschaft, mit dem Auferstehungsleben, mit dem Ehrbaren, mit dem Wunderbaren, Unversehrten, mit dem Schalomfrieden. Nicht du, nicht ich hätte das machen können. Wir haben es einfach überkommen. Und wir dürfen wissen, wir sind perfekt, wir sind heil und rein gemacht. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie das geht, aber es ist so. Und dürfen wir gehen, gesendet sein in die Welt, rein zu den Menschen, Mann und Frauen, überall. Und so wird all das Verwirrte, das Verletzte, das Dysfunktionale, das wir antreffen in unserem Alltag, das wir vielleicht zum Teil ab und zu wieder selber in unserem Leben wie sehen. Dann darfst du wissen, das Verstoßene, das Gefangene, das Kranke, das wird heil durch die Begegnung mit Jesus Christus. Wirklich heil. Und ich will das erklären und proklamieren rein in die Sichtbarkeit. Das ist nicht Theorie, das ist Wahrheit, das ist Leben. Und wir erleben das immer wieder. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich will es noch mehr erleben. Vielleicht negativ gesagt, wir erleben es noch zu wenig. Aber das heisst nicht, dass die Botschaft zu wenig Kraft hat. Also lasst uns dort drauf gehen. Mehr, mehr. Dass es neu und lebendig wird. Segensreich. Shalom. Lauf und glaub, Tochter, Sohn. Lauf und glaub, Königskind. Lauf und glaub. Glaub weiter. Oder glaub wieder. Oder glaub neu. Sag es nochmal. Glaub weiter. Das heisst, gib nicht auf. Oder glaub wieder. Oder merkst du, ey, ja. Oder glaub ganz neu. Egal, wo das du und ich stehen in unserem Leben, in unserem Alltag. Es geht auf Jesus zu. Es geht in grössere Herrlichkeit und Freude hinein. In grössere Freiheit.
Und vielleicht alles, wo du daran geglaubt hast. Zusagen, die du mal festgehalten hast dran. Träume oder Berufungsvisionen über dein Leben, wo du irgendwie hast, aber das hat doch Gott in mein Leben gelegt. Was ist mit dem? Ich sehe es nicht. Irgendwie es fehlt. Die Antworten fehlen. Ich kann dir sagen, sie sind auf dem Weg zu dir. Sie sind auf dem Weg. Heilig sagen, dass Türen aufgehen von diesen Träumen, von Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Sie sind auf dem Weg zu dir. Gott möchte Durchbrüche schenken. Und wenn du es im Moment nicht siehst, ich will das wirklich heute prophetisch hineinproklamieren, in dein Leben, in deine Situation. Dass es passiert. Und ich weiss, es während ich preache, wird sie im verschiedensten Leben Durchbrüche geben, jetzt. Ich kann nicht erklären, warum, aber das ist die Kraft von dieser Auferstehungsbotschaft. Ich möchte dich ermutigen, glaub weiter oder glaub wieder oder glaub neu. Und es wird geschehen. Auch wenn die Umstände im Moment unmöglich aussehen oder denkst, das kann nicht sein. Gott hat zum Volk Israel gesagt und er sagt es heute zu dir. Ich schaffe jetzt Neues. Dein Leben neu, das Bild hat KI gemacht. Es kündigt sich schon an. Merkst du es nicht? Ich werde eine Strasse, einen Weg durch die Wüste legen und lasse dort Ström fließen, damit mein Volk unterwegs zu trinken hat. Jesaja 43. Neues wartet auf dich, es kündigt sich schon an. Und auch wenn du nur ganz klein, ganz fein wie spürst, wenn nur in deinem Herz drin ist, Gott, wäre es echt möglich? Das ist schon das erste Anzeichen. Es wird neu, es wird etwas kommen. Etwas wartet auf dich, Band könnte vorkommen. Die Bibel berichtet von Jesus, wo er erfährt, dass einer von seinen Freunden, der Lazarus, gestorben ist. Dass er geht. Und wenn er die Schreckensnachricht mitbekommen hat, sagt er ihnen einfach, nein, unser Freund Lazarus ist nur eingeschlafen. Aber jetzt werde ich gehen und ihn wieder wecken. Die Menschen haben sich gar nicht vorstellen, dass dort zum Leben kommt. Darum hat ihnen Jesus gesagt, er schläft nur. Und eine andere Situation, Jesus begegnet einem Mann, wo die Tochter schwer krank ist und im Sterben liegt. Und während Jesus sich auf den Weg macht zu dem Mann, wo seine Tochter im Sterben liegt, ist sie schon gestorben. Und sie rennen schon, sie beklagen die Tote, die viel zu früh gestorben ist. Und Jesus kommt und betritt den Raum. Und statt dass er in die Trauer einsteigt, sagt er einfach, bitte geht raus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Und ich glaube, genau das sagt Gott heute zu dir. Es ist nicht tot. Ich wecke es wieder. Vielleicht sieht es in deiner Ehe so aus, als könntet ihr es nie mehr schaffen. Keine Leidenschaft, keine Liebe, keine Freude mehr. Es scheint alles tot zu sein. Doch Jesus sagt dir heute, ich sehe, da ist noch Liebe. Ich sehe, da ist noch Hoffnung. Ich sehe, das schlaft nur. Und ich wette und komme rein. Und ich wecke das. Und deine Ehe wird wieder neu blühen. Es wird etwas Neues kommen, Neues passieren. Möglicherweise drehst du Träume, Visionen von Gottes Plan in deinem Leben. Und du denkst, ich sehe nichts von dem. Das und das habe ich probiert. Und irgendwie, es ist wie tot. Komm, ich tue es auf die Seite. Hast du die Idee abgehängt und mit diesen Beziehungen aufgehört und dann sagst du, es will nicht mehr. Jesus sagt dir heute, gib nicht auf, bleib weiter, glaub. Weil deine Berufung, deine Träume, die sind nicht gestorben. Sie schlafen nur und ich wecke sie. Und ich wecke sie. Und mögen sie heute geweckt werden in deinem Leben. Weil das ist die Osterkraft. Und schau, gehen wir nochmal zurück zum Lazarus. Er war schon 4 Tage tot. Und Jesus steht vor das Grab und ruft den Lazarus raus, zurück ins Leben.
Und als Lazarus rauskommt, was haben die Menschen rundum als erstes festgestellt? Es stinkt. Jesus hat kein Problem damit, wenn es stinkt in deinem und in meinem Leben. Und genau dort herkommt er. Dann, wenn es für dich und für mich, dann, wenn es in unserem Leben stinkt, wo es schon tötelt. Jesus kommt dort rein und er sagt Shalom. Und es kommt zu frischem Leben. Du meinst, es sei tot. Und er sagt, es schlafe nur und ich wecke es auf. Zu frischem Leben. Ob es stinkt, ist kein Problem für mich. Weil jetzt kommt ein neues Leben rein, eine neue Frische. Mach also dein Leben weit auf. Mach dein Herz weit auf. Jesus will kommen. Und er will all das, was tot ist, all das, was stinkt, all das, was dysfunktional verkehrt ist, und er zum Neuen bringen. Und sagen, mein Leben kommt rein und es wird frisch. Ostern ist viel mehr, als dass Jesus einfach auferstanden ist. Ostern ist für dich und für mein Leben, ist für unsere Welt. Als Neues kommt. Gott kommt in unser Leben. Genau dort her, wo wir jede Hoffnung verloren haben. Und er sagt, ich werde den Stein wegrollen und deine Situation neu beleben. Vielleicht macht das wieder Engel, er hüttelt noch auf den Stein und wartet, bis du rauslaufst. Und sagt, yes, come on, go lady, go brother. Glaub wieder. Oder glaub weiter. Glaub neu. Ich möchte wirklich die Möglichkeit geben und nicht lange darauf warten. Ich glaube, dass ich Menschen heute Morgen hier live, aber auch im Stream. Und du weißt genau, für mich ist heute neu Glauben. Ich will mit dem Jesus anfangen zu leben. Wenn er gezahlt hat für mich und ich das Geschenk kann haben von dem Leben, das lebt, dann brauche ich das. Ich möchte all das Alte ablegen und ich möchte das Neue empfangen. Dann wollen wir das heute machen mit einem schlichten, einfachen Gebet und Jesus sagen, dass er kommt. Wenn wir auch die Augen zumachen, und du wirklich den Mut hast, gib mir doch kurz dein Handzeichen. Am Stream, ich probiere es im Geist wahrzunehmen, aber mach das auch, wenn du dort sitzt, irgendwo auf der Baustengruppe oder so, halt die Hand weit auf, vielleicht deine Frau oder dein Mann am Tisch sieht das, ist okay. So, gib mir kurz dein Zeichen, ich nehme das Geschenk an. Ich will laufen mit dem Jesus. Yes, come on, merci vielmal. Danke vielmal. Danke vielmals. Yes, ich sehe es. Merci. Merci. Come on, wir beten. Halleluja. Und du darfst mir nachbeten. Und ihr anderen, ihr dürft auch mithelfen. Wir machen ein schlichtes Gebet. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Alles, was ich selber gemacht habe und ohne dich gelebt habe, möchte ich ablegen. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Ich nehme das in Empfang. Deine Vergebung nehme ich an. Und du wirst der neue Herr und Heiland in meinem Leben. Komm, Heiliger Geist. Führe und leite du mich auf dem Weg. Dass ich noch so viel mehr darf entdecken, was du für Gedanken hast über mein Leben. Amen. Amen. Hey, welcome. Du bist ein Gotteskind jetzt hier und auch im Stream. Come on, wunderbar. Komm doch am Schluss vom Gottesdienst. Stehen Sie auf mich zu oder es werden vom Ministry-Team Leute da sein. Komm noch heute, gib schnell deinen Namen an. Wir möchten gerne mit dir weiter unterwegs sein. Als Nachfolger von Jesus zusammen unterwegs sein, fängt viel mehr. Und
Das ist kraftvoll. Und wenn wir noch einen Moment vom Lobpreis von der Anbetung haben, darf ich Lila einladen, aufzustehen. Ich möchte noch wirklich beten für so viel. Ich habe wirklich den Eindruck, auf der einen Seite Berufungen, Visionen und Träume, die Gott in dein Leben gelegt hat, wo du meinst, irgendwie sind die gestorben. Dass sie frisch belebt werden. Und Gott hat dich ermächtigt und er will, dass du laufst. Und da ist so viel noch, wo er mit dir bewegen will, zum Segen von all diesen Menschen rund um dich herum. Und das ist breit. Beruflich, familiär, wie auch immer, breit. Und das Zweite, wirklich die Eindruck, da werden einige Ehen ganz neu zum Leben kommen. Ganz neu zum Leben kommen. Come on. Ihr werdet wie Jungverliebte sein und sagen, gar nicht gewusst, dass Sex so cool ist. Yeah. Wo Gott etwas Neues macht und es zum Leben kommt. Und vielleicht denkst du, du kannst schon erzählen davor. Darf ich dich einladen, diese Aussage möglichst einmal auf die Seite zu tun und zu sagen, okay, Jesus, du bist grösser, als du kannst schon sagen da vorne. Ich möchte es glauben, dass du das Tote oder Absterbende wieder weckst. Frisch, frisch. Und ja, da ist ein Weg miteinander. Aber wenn es geweckt ist und lebendig ist wieder, dann kann man miteinander den Weg gehen. Ich will beten, das freisetzen und dann mit der Band einfach noch vor dem Herrn anbeten. Und du hast auch die Möglichkeit, noch vorne zu kommen. Ministry Team ist links und rechts da. Du sagst, ich will das noch ausbeten von meiner Ehe oder von meiner Berufung oder das, was neu muss zum Leben kommen. Jesus, du bist auferstanden und du lebst. Und du hast alles neu gemacht. Gott, du bist selber gekommen. In unsere Welt. Und hast die Beziehung wieder neu gemacht. Hast uns Menschen den Schalomfrieden wieder zugänglich gemacht und geschenkt. Und ich möchte all das, was tot ist oder droht abzusterben, jetzt wieder neu zum Leben wecken. Jesus, mit deiner Liebe, deiner wunderbaren Kraft, geht Türen neu auf. Mauern, die behindern, sie stürzen jetzt ein. Türen, die verschlossen sind, sie öffnen sich jetzt. Liebe, die kalt ist worden, wird wieder ganz heiß und frisch. Verständnis, das verwirrt ist, klärt sich in eine Sicht. Berufungen, Träume und Visionen überleben. Sie kommen zu frischem Leben. Und die nächsten Schritte werden sichtbar und klar. Ich setze das frei, Jesus. Dein wunderbaren Namen. Setze das frei. Du Verstehungskraft kommt rein. Und Neues bahnt sich an. Und wird bewässert von diesem Himmelsstrom, von diesem Lebensquell. Und es wächst und sprießt auf. Es wird zu einer wunderbaren Blume, zu diesen Schmetterlingen mit Farben, wie du das nicht kannst vorstellen. Danke, Jesus, du bist wunderbar. Neu zum Leben. Danke, Jesus.